Willkommen bei Kräser Camping AG aus Bischofzell. Schön, dass ihr mit einem Wohnmobil von uns verreist. Ich bin der Cornel und ich werde euch jetzt einige Kniffs auch im Wohnmobil zeigen, die ihr während der Ferien sicher brauchen könnt. Danke vielmals, dass ihr das Video anschaut. Da haben wir das Licht, Volllichtabblende ist mit Zeichen. Der Tempomat, einfach richtig plus, 3-4 Sekunden heben, dann ist die Geschwindigkeit fixiert. Mit Kuppeln, Bremsen geht es natürlich wieder raus. Scheibenwischer noch haben die verschiedenen Positionen. Draussen haben wir den Hebel für Motorhaube zum Öffnen. Hier in der Fahrertür haben wir das Werkzeugset, dann zwei Leuchtwesten, ein Liter Öl, Pannendreieck und den Schlüssel für den Abwassertank. Falls ihr mal einen Starthilfe geben, das Fahrzeug überbrücken, wäre hier die Masse gleich Minus. Und hier unten ist das Plus hinter dem Kleppli. Ölkontrolle machen wir hier unten mit dem Messstab. Gehen aber davon aus, dass ihr kein Öl braucht. Hier wäre Kühlerflüssigkeit, wenn wir gerade offen haben. Muss einfach zwischen Minimum und Maximum sein. Und da hinten ist zum Auffüllen von der Scheibenwischerflüssigkeit. Die ist aber jetzt auch gefüllt. Spielen. Ihr könnt ihr manuell reinklappen, macht das auch, wenn ihr irgendwo steht, weil zuerst euch die Leute abfahren. Erstens ist es blöd, unten zu fahren und zweitens kostet ihr einen Haufen Geld. In den Beifahrertüren haben wir hier das schwarze Köfferli, das ist das Pannenset, das ist der Fix & Go Kit. Wenn ihr ein Loch habt von der Schraube oder vom Nagel, könnt ihr mit dem aufpumpen und zu der nächsten Reifenwerkstatt fahren. Macht das aber nur im äußersten Notfall. Zuerst haben wir deine Pannendienstnummer, könnt ihr den anrufen, dann kommen die und machen das. Hier in dem blauen Buch ist die ganze Bedienungsanleitung vom Fiat und vom Radio. Im Handschuhfach haben wir noch Ersatzwasserpumpe, Ersatzsicherungen für den Wohnbereich und eine blaue Zonenkarte. Hinter dem Kleppli, unter dem Fahrersitz sind die ganzen Sicherungen vom Wohnbereich. Hier haben wir den Aussengasanschluss. Wenn ihr einen Grill von uns gemietet habt, könnt ihr einfach hier koppeln, Gas auftun, grillieren und den Schlauch wieder rausnehmen. Dann ist es auch wieder verriegelt. Bevor wir losfahren, einfach die Klappe wieder andrücken. Hier haben wir die Einspeisung für den Strom auf dem Camping- oder Stellplatz. Das Kabel mit dem Kleppli kommt immer aufs Auto. In der Schweiz funktioniert das wunderbar. Wenn ihr in Europa unterwegs seid, ist dann eher der Stecker, den ihr auf dem Campingplatz braucht. Dann können wir es hier einfach koppeln, wenn es nicht lange von der Länge her, einfach Kabelrollen dazwischen. Dort einfach dran denken, die Kabelrollen ganz abrollen wegen dem Wärmestau und am besten unter das Auto unter, dass es nicht reinregnet. Zum Rausnehmen einfach hier wieder das Kleppchen lupfen, ausziehen und den Deckel wieder anklicken. Die Schlösser von diesen Staufächern sind überall gleich, mit einem kleinen Schlüssel rein. Links oben den Spick raus, jetzt könnt ihr bedienen. Wieder ran, jetzt hebt er aber nicht zum Verschliessen, das heisst, ich muss zuerst wieder verschliessen, dann drücke ich rein, sobald er wieder drin bleibt, ist es wieder verschlossen. Da hinten in der Garage haben wir so einen schwarzen Koffer, da drin ist Wagenheber, Radschlüssel, Abschlepphaken, das ganze Zeug für die Panne. Dann in der Kiste haben wir Frischwasserschlauch, einen Kanister, die zwei Elektrokabel sind da drin, Flüssigkeit fürs WC, Kabelrollen, dann haben wir hier vier Hering für die Sonnenstore, plus ein bisschen Wäscheleine, Klüpperli und Schäufeli, Bäseli. Den Veloträger können wir hier einfach abziehen, schauen, dass hier hinten die Riemen über die Rohre hineingehen. Dann können die hier auch fixieren. Dann haben wir für auf die Felge die Riemen, einfach schieben bis es passt, drüber hinein fixieren. Und je ein Arm pro Schiene, wo wir dann am Rahmen machen, mit der Distanz. 4 Veno maximal, alle zusammen 60 Kilo, mehr dürfen wir nicht belasten. Wenn ihr den nicht braucht, tun wir hier hinten die Riemen wieder auf, klappen den auf, in so richtig, und tun dann die Riemen wieder sichern. Hier haben wir noch Stühle plus einen Campingtisch. Und da drin sind Stufenkeile, um das Fahrzeug zu nivellieren, wenn er schräg steht.
Hier haben wir das WC. Auch das müssen wir aufschliessen. Dann die beiden Knöpfe rein drücken. Zum Kassetten rausnehmen, einfach hier unten drillen und ausziehen. Das raus wie rein muss immer reingehen, ansonsten haben wir etwas falsch gemacht. Wir müssen drin, bevor wir das Geschäft machen, die Klappen auftun. Wenn wir die offen lassen, gehen natürlich die Kassetten nicht zu, raus. Dann müssen wir reingehen, schnell die Klappen zumachen und dann ausziehen. Hier den schmalen Hals nach vorne auftun, entleeren, zwei, drei Mal ein bisschen Wasser rein, ein bisschen schütteln, bis es sauber ist. Dann, wenn wir gelernt haben, müssen wir immer jedes Mal wieder neu einen WC-Tab rein tun, dass es besser zersetzt und es besser schmeckt. Einfach hier rein, plus 2 Liter Wasser dazu, dass das Ganze besser aktiviert. Dann wir wieder verschliessen und schieben sie hier oben wieder rein, bis sie einrastet. Deckel zu und auch hier tun wir wieder verschliessen. Frischwassertank aufschliessen nach links, dann reindrücken nach links rum. Jetzt können wir hier befüllen mit dem Kanister oder Schlauch. Aber nicht überfüllen, das heisst, jemand schaut rein, auch ist 3/4 voll. Könnt schon aufhören, das reicht, nützt nicht, ihr zu viel Wasser mit umschleppen. Nachher den Deckel wieder aufsetzen, nach rechts, dann ist er zu. Und jetzt müssen wir ihn aber noch verschliessen, dass euch niemand Zucker reinrührt. Den Abwasserhebel setzen wir auf den Vierkant auf, macht den Tank auf über den Schacht, lädt das Wasser ab. Die Schächte sind immer kennzeichnet, Stellplätze oder Campingplätze, könnt ihr drüber fahren, auftun. Nachher machen wir natürlich wieder zu, wenn wir ja wieder unterwegs gehen. Hier drin geht alles Wasser, das nicht in die WC-Kassette geht. Hier unten drin sind zwei Gasflaschen. Wir tun auf, dann können wir die Geräte benutzen. Wenn ich hier etwas löse, kann ich schütteln, dass ich den Stand der Flasche sehe. Wenn die eine leer sein sollte, einfach abschrauben auf die andere Flasche über, wie die Hai im Gasgrill. Wichtig, erst ist Vorschrift, ihr müsst die Gasflasche zudrüllen, bevor ihr losfahrt. Da ist unser Panel vom Wohnbereich. Wenn der grüne Knopf hier leuchtet, dann funktioniert alles. Wenn das Kabel hier oben leuchtet, wisst ihr, jetzt habt ihr Strom vom Campingplatz her. Wenn hier der Abwassertank leuchtet, ist hier höchste Eisenbahn, um den zu leeren. Hier haben wir Frischwasser, sehen wir den Blinker, der ist leer. Und hier haben wir die Fahrzeugbatterie, auch die ist fast voll. Das Element hier ist zuständig für Warmwasser und Heizung. Wichtig, heizen wie Warmwasser machen wir immer mit Gas, also mit Gasflaschen offen sein. Der äußere Ring hat hier so ein Nöckli dran, der sagt, was wir machen. Der ist jetzt auf Null, das heisst, jetzt passiert nichts. Wenn ich heizen möchte, gehe ich einfach eins runter auf Flämmli. Jetzt fährt er automatisch an den Wohnraum heizen und hier sage ich, wie warm das werden soll, von 1 bis 5. 5 ist das wärmste. Wenn ich zugleich noch warm Wasser brauche, gehe ich einfach nochmal eins runter auf Flämmli und 60 Grad Wasserlinie. Dann heizt er den Boiler zugleich auf. Wichtig beim Boiler, es geht sicher immer eine Viertelstunde, bis er warm ist, der Boiler. Und schaltet den Boiler wieder aus, wenn ihr nicht mehr braucht, nicht, dass ihr das ganze Gas leer braucht. Falls ihr nur warm Wasser machen wollt, geht ihr einfach nach oben 40 oder 60 Grad warmes Wasser. Und nachher einfach immer wieder auf Null, dann schaltet ihr wieder alles ab. Hier haben wir das Spülbecken, einfach den Wasserhahn rüber und den Kochherd. Beim Kochherd gehen wir auf links rum, auf Flammenstellung, den mit dem Feuerzeug zünden. Ein bisschen drauf bleiben, nachher kann ich klein, groß oder wieder auf Null. Zum Fahren tun wir natürlich die Glasdeckel wieder ab, dass nichts passiert. Den Kühlschrank aufdrücken, einfach das Hebel abdrücken, dann haben wir Kühlfach und hier oben das Gefrierfach. Laufen lassen tun wir nicht mehr auf dem A, da ist Automatikbetrieb, jetzt nimmt er immer die beste Energiequelle für sich. Hier können wir noch die Temperatur verändern. Je weiter rauf ihr geht, umso kälter wird er. Falls da hinten ein Ausrufezeichen oder Werkzeug blinkt, hat er eine Störung. Einfach länger drauf bleiben, ausschalten und wieder einschalten, dann ist es wieder gelöscht. Wenn wir duschen, zum Duschen natürlich den Holzrost rausnehmen, hier oben die Glastüren entriegeln und zuziehen und dann können wir duschen. Hier hinten haben wir das WC, da können wir dann drüllen, bis es passt mit dabei.
Dann, bevor wir das Geschäft machen, machen wir unten mit dem Hebel die Klappen auf, machen unser Geschäft, spülen tun wir da hinten auf dem Knopf und nachher tun wir wieder verschliessen und wieder retour drüllen. Die Kurbel für die Sonnenstrahlen ist hier reingeklickt. Dann tun wir die Türen zu, bevor wir sie auslösen. Setzen hier oben ein und drüllen auf. Zwar drüllen wir zuerst nur so weit, bis wir vorne dran können, die Füße rausnehmen. Dann gehen wir hier in die Mitte auf die Seite an, ziehen das raus, in die Mitte rauslupfen, Fuß runter und fixieren. Dann hier das Füße dran abstellen. Hier machen wir auf der anderen Seite, Fuß raus, anstellen und fixieren. Und jetzt können wir sukzessiv weiter rauslassen. Wir natürlich mit den Füßen noch lang hoch. Bis sie die Jagdwelle in das Buch entspannt. Sobald es entspannt ist, stehen wir hier die Füße abstellen, die Querstreben, da hinten den Zeh einklicken. Liege ich da, wo ich anstelle, Streben rüber. Und jetzt können wir es durch mit der ganz leicht spannen. Dann bei diesen Füßen da unten schneiden wir die Heringe, die wir im Kübel rein haben. Die Heringe sind aber nur dazu da, dass ich oder sonst jemand nicht hierher putscht und das Ganze oben runtersegelt. Wenn es luftet oder stürmt, lässt es rein. Oder auch wenn ihr weggeht vom Auto, lässt es rein. Es kommt zu schnell eine Windböe. Dann macht es ab und die Leute auf dem Dach oben. Ihr könnt sie auch rausnehmen, wenn es regnet, es ist wasserdicht. Dann einfach abdenken, eine Ecke extrem tief setzen, dass das Wasser gerade in alle Richtungen läuft. Vorne wieder noch, schauen wir natürlich auf, dass wir keine Äste oder Blätter von vorne haben. Wir werden das oben abschütteln, weil die Äste so von Löchern und Sachen gibt. Wir werden jetzt so wieder entspannen. Dann können wir die Querstreben wieder da vorne einklicken. Und drüllen sie langsam rein. Wenn wir wieder da mit den Füßen nochmal nachrutschen, bis wir auf der Position sind, wo wir nachher so lange landen. Das sollte eben nicht passieren. Dann tun wir hier wieder drinnen den Fuß ganz reinschieben. Oben anlegen und in die Seite reinklicken. Gleich auf der Seite reinschieben. Und von der Seite wieder rein. Wenn ihr von unten die Füße nicht mehr sehen über die Stirn und sind sie richtig versorgen, dann können wir nachher hier. Halte die Kühe diese Lage wieder drin. Wenn eine Realoperation erweckt wird, dann kommt sie wieder raus. Die Aufbautüren aufschliessen mit dem Schlüssel rechts rum und lassen den Schlüssel wieder retorspicken in die Mittelstelle und ziehen den ersten Ende aus. Ziehen, von innen her beschliessen, dann auf die Innen drücken. Dann haben wir hier das Moskitonetz. Wir tun es immer mit zwei Händen an der Kante. Und hier haben wir das Knöpfchen, wenn ich unten drücke, kommt der dritte raus. Lassen ihn immer ganz raus, bis er entlastet ist und erst dann draufstehen. Falls ihr jetzt losfahren wollt, kommt ein Alarmton. Das heisst, oben drücken, den dritten reinlassen, bis der Ton weg ist. Und dann können wir losfahren.